Caesar treu ergeben. Pass auf, was du tust, Verderbter. Passen Sie auf, was Sie tun, Verderbter. Pass auf, was du tust, Verderbter. Hüten Sie Ihre Zunge, liederliche Person. Howdy. Tolle Stadt. Der Sheriff wird ermordet und Deputy Beagle wird im Bison Steve gegen Lösegeld festgehalten. Bringt sicher eine Menge Touristen. Tolle Stadt. Der Sheriff wird ermordet und Deputy Beagle wird im Bison Steve gegen Lösegeld festgehalten. Hey, immer noch im Prim, was? Scheint, als müssten Sie uns einen neuen Gesetzeshüter finden. Reden Sie mal mit den RNK-Soldaten auf der anderen Seite der Brücke. Hab auch gehört, dass die Pulverräuber einen gefangenen Ex-Sheriff erwähnten. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht treffen Sie ja zufällig den geborenen Sheriff. Ich hab auch von einem Typen gehört, der im RNK-Knast an der I-15 sitzt. Ist vielleicht nicht die beste Empfehlung, aber Sheriff ist Sheriff. Die RNK könnte wohl auch für Ordnung sorgen. Doch nach dem, was ich gesehen habe, besitzt sie kaum genug Feuerkraft, um sich selbst zu schützen. Wollen sich wohl endlich nützlich machen, wie? Wenn Sie es schaffen, dass hier wieder Ordnung herrscht, schuldet ganz Priminen was. Daran habe ich noch nie gedacht. Wenn man ihn richtig programmiert, könnte er wohl auch als Sheriff dienen. Sicher, schauen Sie sich ruhig um.
Wiedersehen. Man sagt, dass Supreme bei der Suche nach einem neuen Sheriff ist. Sehr nett von Ihnen. Howdy! Howdy, Partner. Willkommen im Casino-Museum Vicky & Van. Gehen Sie doch rüber zum Schaukasten, dann werden Sie sie deutlich sehen. Ziemlich beeindruckend, diese Waffe. Tadellos erhalten, noch nie abgefeuert. Haben Sie einen Sonnenstichpartner? Ich kann die Waffe von hier aus mit meinen eigenen 3 Fotosensoren erkennen. Jammern Sie nicht wegen verschwundener Waffen herum, Partner. Prim Slim ist schwer beschäftigt und hat keine Zeit für solchen Dumm. Gute Reise, Partner.
Hallo. Ja. Wir wissen, dass Prim strategisch wertvoll ist und wir wissen, was die Stadt braucht, aber wir können uns kaum gegen die Pulverbande behaupten. Wir haben weder die Bewaffnung noch das Personal, um unsere Mission zu erfüllen, geschweige denn, um auch noch diese Stadt zu verteidigen. Was wir vor allem brauchen, sind mehr Leute. Mit nur einem Trupp mehr könnten wir problemlos einen Sheriff einsetzen und trotzdem unser Hauptziel, die Interstate im Süden zu beschützen, erfüllen. Wenn Sie möchten, dass die RNK den Schutz von Prim übernimmt, sollten Sie uns hier oben zusätzliche Truppen beschaffen. Knight beim Mojave Outpost kann vielleicht helfen. Haben Sie uns schon zusätzliche Unterstützung besorgt? Knight. Sie finden ihn beim Mojave Outpost. Sir? Hallo. Hallo. Brauchen Sie was? Klar.
Ein Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Passen Sie auf sich auf. Kampflos gehen wir nicht auf. Darauf kann sich die Legion verlassen. Willkommen zurück zur Mr. New Vegas Show. Der Show mit dem meiner Geschichte. Sie haben schon viel Gutes getan und sind ein Vorbild für andere. Ich weiß, dass Ranger Jackson das sehr an Ihnen schätzt. Noch mehr, als Sie schon getan haben? Können ja mal rumfragen, aber Sie haben während Ihres kurzen Aufenthalts schon verdammt viel geschafft. Prim, Hayes Einheit ist da stationiert. Hatten wohl ein paar Probleme mit RNK-Sträflingen aus der JVA. Wie kann ich Ihnen helfen? Stimmt, es war mal ein vielversprechender Handelsposten, vor dem Ausbruch aus der JVA. Hab im Vicky & Vance eine schöne Stange Geld verloren. Prim, Hayes Einheit ist da stationiert. Hatten wohl ein paar Probleme mit RNK-Sträflingen aus der JVA. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich würde ja helfen, aber wir können keine Truppen entbehren. Wir müssen eine Grundbesatzung im Außenposten lassen. Befehle aus dem Westen. Ganz verrückt nach dem Burschen. Mad about the boy. Das erscheint mir schlau. Ich werde eine Einheit per Funk nach Prim schicken, um denen dort zusätzliche Unterstützung zu bieten. Prim! Auf Wiedersehen. So eine Patrouille durch die Mojave lässt einen fast auf einen nuklearen Winter hoffen. Haben Sie sich verlaufen?
Sieh einer an. Spaziert hier rein, als wäre er einer von uns. Wissen Sie nicht, dass Sie sich hier auf Pulverbanditen-Territorium befinden? Das sind wir. Wir wurden hierher geschickt, um alte Gleise zu reparieren und neue zu verlegen. Der Einsatz von Dynamit ist da unabdingbar. Dynamit ist aber auch gegen Karawanenwachen äußerst hilfreich. Wir rauben also und sprengen Sachen in die Luft. Das tun wir. Das? Das ist, oder war, der Knast. Die Justizvollzugsanstalt der Republik Neukalifornien. Vollzogen wurde hier aber nur Sklavenarbeit. Wir Gefangenen beschlossen, eines Tages auszubrechen, töteten den Anstaltsleiter, brachten die Wachen um und übernahmen den ganzen verdammten Bereich. Eddie, den findet man üblicherweise oben im Hauptgebäude, hockt dort im alten Sessel des Anstaltsleiters. Mal sehen. Hängt davon ab, ob es sich für mich lohnt. 100 Kronkorken klingen für mich angemessen. Verschwenden Sie nicht meine Zeit. Ich? Ich war mit der härtesten Gang im Hub unterwegs. Vom Hub haben Sie gehört, oder? Liegt westlich von hier, glaube ich. In Kalifornien. Weil wir hier das größte, abgefahrenste Fort im Ödland haben. Genug Wasser und Strom und wenn wir Fressalien brauchen, stehlen wir sie uns einfach. Gut, Sie dürfen rein. Für Ihre Sicherheit kann ich allerdings nicht garantieren. Nur damit das klar ist. Ja, was auch immer. Hallo. Verdammt, schon wieder keine Kippen mehr. Hätte nicht gedacht, dass jemand freiwillig hierher kommen würde, wenn er nicht auf der Suche nach Ärger ist. Was verschlägt Sie hierher? Glauben Sie es oder nicht, aber ich war Sheriff in einer kleinen Stadt weit westlich von hier. Die Kurzversion. Die Mühlen des Gesetzes mahlen gelegentlich recht langsam und ich habe sie einmal zu oft etwas schneller mahlen lassen. Ich bereue nichts von dem, was ich getan habe, aber ich werde meine Strafe absitzen. Faires Geschäft, wenn Sie mich fragen. Anscheinend steckte Cook hinter der Sache. Ich für meinen Teil habe mich die ganze Zeit zurückgehalten, wollte nichts damit zu tun haben. Ich dachte mir schon, dass die RNK auftauchen und die Sache wieder regeln würde. Hätte ja nichts gebracht, mir noch mehr Ärger einzubrocken, oder? Sowas wie ein Anti-RNK-Rebell. Manchen Leuten geht es einfach gegen den Strich herumkommandiert zu werden. Ist mit einigen anderen Kerlen Richtung Norden gezogen. Sagte nicht, wohin und warum. Ich weiß nur, dass er mit der RNK noch eine Rechnung offen hat. Ich bin mir nicht sicher, wie die RNK-Soldaten einen Ex-Knacki wie mich empfangen würden. Ich finde es derzeit besser, an Ort und Stelle zu bleiben. Im Moment schmeißt Eddie mit seinen Jungs den Laden. Die haben Waffen und Dynamit und daher auch das Heft in der Hand. Vorausgesetzt, es ist dabei eine RNK-Begnadigung drin, und das sollte besser so sein, muss ich die Dinge auch auf meine Art erledigen dürfen. Der Rechtsstaat hat ja seinen Sinn, aber manchmal ist er einfach Zeitverschwendung. Ich müsste wissen, ob ich nicht geradewegs wieder im Kittchen lande. Wenn es sein muss, ja. Also gut. Ich werde mich dann mal ohne großes Aufsehen verdrücken und verzichte auf eine Abschiedsparty oder sowas. Hey.
Gehen Sie am besten einfach weiter. Sie machen sich hier nicht gerade Freunde, wissen Sie das? Guten Abend. Hier ist Radio New Vegas. Am Mikro hören Sie mich? Sie haben schon viel Gutes getan und sind ein Vorbild für andere. Ich weiß, dass Ranger Jackson das sehr an Ihnen schätzt. Und jetzt gibt's gleich die aktuellsten Meldungen. Es halten sich hartnäckige... Prim! Hayes-Einheit ist da stationiert. Hatten wohl ein paar Probleme mit RNK-Sträflingen aus der JVA. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich wiederhole, ja nicht anzulachen, wenn Sie einem Supermutanten... Einen der Pulverbanditen? Die machen uns nur Ärger. Warum sollten wir einen von denen in ein offizielles Amt erheben? RNK-JVA befindet diese sich in der Hand der Sträflinge. Einheimische sollten jeden meiden, der nach Knastbruder aussieht. In Ordnung. Wenn seine Haftstrafe eh fast verbüßt war, kriege ich ihn vielleicht begnadigt. Prim ist wichtig für unseren Handel mit Kalifornien. Dort jemanden zu haben, der uns etwas schuldet, das könnte nicht schaden. Prim! Auf Wiedersehen. Guten Abend. Danke, dass Sie mir die Begnadigung besorgt haben. Ich und meine Jungs werden den Prim nach dem Rechten sehen, versprochen. Passen Sie da draußen auf sich auf. Hab gehört, wir verdanken es Ihnen, dass hier wieder Ordnung herrscht. Alle Achtung. Wir haben einen neuen Sheriff, wie Sie wissen. Myers ist zwar ein rauer Bursche, aber er scheint ganz in Ordnung zu sein. So weit, so gut.
Warten Sie gerade, bis ich wieder in meinem Laden bin. Dann zeige ich Ihnen, was ich auf Lager habe. Auf Wiedersehen. Howdy, Partner. Willkommen im Casino-Museum Vicky & Vance. Gute Reise, Partner. Caesar treu ergeben. Degenerierte wie du gehören an ein Kreuz. Caesar treu ergeben. Thank you.
Finden Sie Glück bei den Ghulen? Ich zähle auf Sie. Echt? Ich fasse es nicht, Mann. Ich wusste ja, das wird nicht leicht. Aber ich hatte gleich ein gutes Gefühl bei Ihnen. Sie sehen aus, als hätten Sie eine Menge erlebt. In Ordnung. Ich erzähle Ihnen alles, was ich weiß. Versprochen ist versprochen. Der Typ, nach dem Sie suchen, Benny, war mit ein paar Kerlen aus meiner alten Gang unterwegs. Sie waren auf dem Weg nach Boulder City. Keine Ahnung. Ich weiß, dass Benny noch nicht gezahlt hatte. Vielleicht wollten Sie es ihm also deswegen heimzahlen. Einfach von hier aus die Route 93 entlang. Folgen Sie der Straße nach Norden. Hoffentlich hilft das. Ich schulde Ihnen was. Yep, bis bald. Lassen Sie mich in Ruhe. 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 Howdy. Ideales Flugwetter. In genau solchen Situationen vermisse ich das alles. Vertibird-Pilot. 71 Missionen und nur ein verlorener Vogel. Rotorversagen über Klamath. Eine harte Landung, aber ich kam davon. Ich helfe den Leuten, das kompliziertere Bergungsgut zu zerlegen. Überwiegend Triebwerke. Die Einzelteile, die wir ausbauen, bringen normalerweise mehr ein als das ganze Ding am Stück. Nein, nicht wirklich. Es ist schon lange her. Heute ist vieles anders und diese Zeit habe ich hinter mir. Passen Sie da draußen auf Ihr Heck auf. Prim hat einen neuen Sheriff. Das sollte die Pulverbande fernhalten. Hey, willkommen. Wir kennen uns noch nicht. Sie müssen neu in der Stadt sein. Ich bin Andy. Momentan? Da sitze ich auf meinem Hintern und zähle die Risse in meiner Zelle. Das würde ich keinem wünschen.
An besseren Tagen sorge ich für Ordnung. Boone und Vargas achten auf die Straße, ich auf die Stadt. Rede mir selbst ein, dass es was bringt. War bei der RNK. Damals funktionierten mein Arm und mein Bein noch besser. Ich tue immer noch gerne so, als ob ich ein Ranger wäre. Erkundige mich regelmäßig per Funk nach dem Befinden der Jungs. Manchmal kommen sie vorbei, meinen dann immer, dass sie mir ihren Respekt erweisen wollen, diese eingebildeten Bastarde. In letzter Zeit kriege ich keine Antworten mehr per Funk, haben wohl einfach nur genug davon, mir zuzuhören, aber ich mache mir trotzdem etwas Sorgen. Teufel, wenn das einer hören würde, ich klinge wie eine verdammte Glucke. Nein. Sie werden denken, dass ich nicht loslassen kann. Sie sind gute Soldaten. Ich traue ihnen nicht genug zu. Sie sind die Besten der RNK. Jeder von ihnen so viel wert wie ein ganzer Trupp. Wenn was anliegt, bei dem andere Leute sich vor Angst in die Hosen machen, dann holt man die Ranger. Und wenn man einen Trupp der Veteranen sieht, Jungs, die sich die schwarze Rüstung verdient haben, tja, was Schöneres gibt es nicht. Ja, zweimal. Beim ersten Mal war sogar meine ganze Seite hin. Musste deswegen die Ranger verlassen. Dieses Mal hat es mich nur daran erinnert, wie nutzlos ich geworden bin. Vor ein paar Jahren hörten wir, dass sich Legion-Sklavenjäger in einem ausgebrannten Haus ein paar Kilometer von unserer Stellung eingenistet hatten. Wir kamen hin und alles war verlassen. Keine Spur von irgendwem. Wirklich gar nichts. Als wir gerade los wollten, hörte ich was hinter mir. Ich drehte mich um und da war dieser Junge. Nur Haut und Knochen. Er schaute mich an, fast zu Tode erschreckt. Hatte sich im Schrank versteckt. Ich ging rein, um ihn rauszuholen. Da sah ich was in seiner Hand. Etwas aus Metall. Er schloss sich wieder im Schrank ein und dann sah ich, dass er mir eine Granate vor die Füße gelegt hatte. Das machen sie oft, die Legion. Kinder einsetzen. Die wissen, dass wir dann zu lange zögern. Das war das erste Mal. Beim zweiten Mal bin ich die Treppen vor dem Hotel runtergefallen. Ich dachte eigentlich, ich hätte das schon alles vergessen. Die Leute stehen nicht gerade Schlange, um was von mir zu lernen. Kann mich nicht daran erinnern, wann es das letzte Mal vorkam, dass ich was erzählte. Vielleicht kann ich doch noch was für sie tun. Sie haben sich schließlich die Mühe gemacht, einem alten Krüppel Honig ums Maul zu schmieren. Wir Ranger haben einen Angriff, mit dem man einen Gegner von den Füßen hauen kann. Hat mir öfter den Arsch gerettet. Hoffentlich rettet er auch ihren. Ich zeige Ihnen, wie das geht. Hallo, brauchen Sie was? Klar, hier ist mein Sortiment. Ein weiterer zu passen. Thank you.
Haben Sie sich verlaufen? Das ist ein Sicherheitsbereich. Was wollen Sie hier? Keine Ahnung, ob Sie Witze machen oder die Strahlung Ihr Gehirn angegriffen hat. Egal, ich werde Sie garantiert nicht durchlassen. Sie haben recht. Aber da es nicht viel Strom erzeugt, haben unsere Gegner kein großes Interesse daran. Nicht so viel wie am Hoover-Staudamm. Wir hatten hier eine Streitmacht, bis die Stählerne Bruderschaft vertrieben war. Dann wurden die Truppen wie alle anderen auch zum Damm geschickt. Caesar schickt immer mal wieder kleine Einheiten vorbei, um Schwächen zu suchen. Wenn er das Kraftwerk wirklich wollte, wären wir längst tot. Wenn ich das nur wüsste. Sie haben aber gekämpft wie die Löwen. Wir waren in der Überzahl, sicher mit 20 zu 1. Sie hielten durch, solange sie konnten, und verloren den Großteil ihrer Leute, bevor sie flohen. Und wir bekamen ein kleines Abschiedsgeschenk. Sie haben das Kraftwerk teilweise genutzt, aber alles abgeschaltet und ein altes Sicherheitssystem aktiviert, sodass es für uns nutzlos ist. Wichser! Das frage ich mich ständig. Aber Strom ist hier sehr wertvoll. Damit hat man die Gegend besser unter Kontrolle als mit Soldaten. Verdammt, wenn wir den Damm an die Legion verlieren, könnte dieses kleine Kraftwerk unsere letzte Bastion sein. Warum sollte ich sie das tun lassen? Kann ich Ihnen leider nicht sagen. In letzter Zeit haben wir so viele neue hier, aber Sie können sich drin gerne umsehen. Versuchen Sie, keinen Ärger zu machen. Bis später. Hey, wer weiß schon, von wo die Legion das nächste Mal zuschlagen wird. Wenn die Legion durch unsere Reihen bricht... Ich bin ziemlich sicher, dass das HQ uns vergessen hat. Die Legion kommt, um uns zu holen. Ist nur eine Frage der Zeit, sage ich. Haben Sie sich verlaufen?
Wer zum Teufel bist du? Haben sie dich geschickt, um mich zu ersetzen? Ich soll ersetzt werden, stimmt's? Nee, klar, ganz sicher nicht. Warum auch? Dieser Typ hier ist der Beste. Dauert nicht mehr lange. Fantastic kriegt alles auf die Reihe. Na was wohl? Ich bin der Boss. Die ganze Operation hängt von mir ab. Kein Fantastic, kein Strom. Die RNK ist auf mich angewiesen. Geiles Gefühl. Tja, sieh mal, wir haben Strom, weil Fantastic die Dinge hier regelt. Aber die Spiegel draußen sind nicht richtig eingestellt und arbeiten nur mit 1% Effizienz. Und es gibt sicher Idioten, denen das zu wenig ist. Das Problem ist, dass die meisten Dinge vom Turm aus gesteuert werden und nicht von hier aus. Und dort gibt's ein Vorkriegssicherheitssystem, das die RNK-Deppen bei der Übernahme ausgelöst haben. 2 Tote. Jetzt traut sich keiner mehr hin. Sie hätten gerne, dass ich Omelette mache, aber ich kriege die Eier nicht aufgeschlagen, die sie mir dafür geben. Wenn du verstehst, was ich meine. Da draußen gibt es 2 Terminals. Mit denen werden die Spiegel kontrolliert. Ich wollte damit rumspielen, aber weit bin ich nicht gekommen. Die müssten mit dem Zentralrechner im Turm verbunden werden. Der Rest lässt sich von hier aus regeln. Schätze ich mal. Aber hört sich cool an, oder? Hey, du willst doch nicht wirklich dort drauf, oder? Okay, wenn du beim Hauptrechner bist, tu dir selbst einen Gefallen und achte darauf, dass du den Strom dorthin leitest, wo er hin soll. Der Strom muss zum Strip und zu McCarran. Weil ich bezahlt werde, deshalb. Pro Kilowattstunde, was immer das auch sein mag. Die RNK will den Strom dort haben, also will ich das auch. Aber wenn du das erledigst, lege ich ein gutes Wort für dich ein. Fantastics kleiner Helfer. Auf meinen Ruf kannst du bauen.
Besorgt? Wirke ich auf dich etwa besorgt? Ich hab alles unter Kontrolle, Mann. Niemand außer mir kann tun, was ich hier leiste. Scheiße, Mann. Alles. Knöpfe drücken, Räder drehen, Zahlen lesen. Manchmal denke ich mir kleine Geschichten mit den Zahlen aus. Einmal habe ich mir vorgestellt, die Zahlen seien ein Code, der in eine Vault mit lauter nackten Weibern führt. Alter, wie cool wäre das denn? Das war einfach, Mann. Sie gingen von Tür zu Tür und fragten, ob jemand einen Wissenschaftler kennt. Ich erklärte ihnen, dass ihre Suche ein Ende hat. Sie fragten mich, ob ich mich mit Kraftwerken auskenne. Ich sagte, dass hier keiner besser darüber Bescheid weiß. Sie fragten, wie viel ich mit theoretischer Physik am Hut habe. Ich meinte, ich hätte theoretisch schon mein Diplom. Sie sagten, willkommen an Bord. Nein, Mann. Ich weiß genau, was ich mache. Ich weiß nur nicht, welche Konsequenzen das haben wird. Da drüben wird der Strom für dieses Gebäude geregelt. Die Station ist mit dem Computernetzwerk verbunden. Dieser große Knopf da macht eigenartige Geräusche. Aus dem Schlitz dort schlagen Funken, wenn du Sachen reinsteckst. Und ich lerne jeden Tag mehr. Hier, das wird dir helfen. Ein Passwort für eines der Terminals draußen. War auf eine Toilettenwand gekritzelt. Es ist ungewöhnlich, hier ein neues Gesicht zu sehen. Sind Sie Soldat oder Wissenschaftler? Dann haben wir das gemeinsam. Mit wem arbeiten Sie normalerweise zusammen? Nun gut, ja. Ich gehöre zu den Anhängern der Apokalypse. Falls Sie nicht mit uns vertraut sind, wir suchen Frieden und Verbreitung des Wissens. Wissen, das der Welt nie verloren gehen darf. Und nun sind Sie dran. Das beruhigt, wenngleich viele, die das in den letzten Jahren behauptet haben, keine guten Absichten hatten. Doch wenn es so ist, wie Sie sagen, dann noch einen Rat. Diese Einrichtung birgt Gefahren, die noch niemand bemerkt hat. Achten Sie darauf, was Sie tun und auf wen Sie hören. Manche Dinge sollte man lieber mit der alten Welt begraben. Ich bin nicht ganz sicher. Nach unseren Aufzeichnungen beschäftigte sich die Erbauerfirma nicht nur mit Energie, sondern auch mit Waffen. Und ich habe hier Ausrüstung gesehen, die mit Symbolen des Vorkriegsmilitärs gekennzeichnet war. Zielcomputer, Erschütterungssensoren. In den gesichteten Papieren taucht immer wieder ein Codewort auf. Archimedes. Ja, und die Technologie in dieser Anlage gleicht nichts, was ich je gesehen habe. Einiges erinnert an die Enklave, ist aber fortschrittlicher. Eine darauf basierende Waffe wäre eine Katastrophe, egal in welchen Händen. Kein Wunder, dass die Bruderschaft sie nicht aufgeben wollte. Sie waren nicht hier, damit ich sie fragen konnte. Und ich bezweifle, dass sie wegen Elektrizität hier waren. Als die RNK erstmals ankamen, hatte die Bruderschaft die Kontrolle. Normalerweise machen sie einen Bogen umeinander, aber etwas hier änderte das. Das Interesse der Bruderschaft an Vorkriegstechnologie dreht sich immer um Waffen. Wahrscheinlich wollten sie Archimedes übernehmen, als die RNK kam.
dann würde ich mal damit anfangen. Solange der Strom dieses Kraftwerks in das Regionalnetz geht und nicht in Waffen, sind wir sicher. Wenn Sie die Produktion wiederherstellen, können Sie den Strom nach Belieben umleiten und niemanden stört es. Ich kann Sie nicht an den Sicherheitssystemen vorbei in den Turm bringen, aber ich kann trotzdem helfen. Ich habe ein Kennwort für eines der Spiegelkontrollterminals. Das werden Sie brauchen. Oh, die LNK hat sicher ihre eigenen Pläne. Aber widerstehen Sie dem Drang, den Strom nur an blühende Gemeinden zu schicken. Überall besteht großer Energiebedarf. Eine gleichmäßige Verteilung ist die rationalste und menschlichste Wahl. Ich bin ein Mann der Bücher. Das Sicherheitssystem in diesem Turm würde mich in Stücke reißen. Ich würde den Zentralrechner nie erreichen. Aber irgendwann wird das der RNK gelingen. Oder Caesar's Legion. Sie werden diesen Ort für den Krieg benutzen. Angesichts der Möglichkeit, dass Sie etwas anderes tun, sind Sie meine einzige Wahl. Noch nicht. Durch irgendein Wunder haben Sie einen Idioten damit beauftragt, die Systeme hier zu entschlüsseln. Er hat monatelang über eine Konsole versucht, die Solarreflektoren zur Verfolgung der Sonne zu bringen. Er wusste nicht, dass diese Konsole nur für die Steuerung der Sprechanlage zuständig ist. Ich wollte es ihm sagen, aber er bestand darauf, dass die größte Konsole auch die wichtigste sein muss. Aber es ist nur eine Frage der Zeit. Die Menschheit hat nach dem Krieg viele Dinge verloren. Landwirtschaftliche Methoden, Überlebenstechniken. Wir haben es uns auferlegt, dieses Wissen zu sammeln und den Menschen zurückzubringen. Anderes ging nicht verloren, wurde aber in unserem Kollektivgedächtnis blockiert. Das Wissen über unser Können und wie Dinge unkontrollierbar werden. Es liegt in unserer Natur, Dinge vergessen zu wollen, die uns nachts nicht schlafen lassen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass die Anhänger durch das Ödland ziehen und die Leute daran erinnern. Das taten wir eine Zeit lang, aber unsere Ziele unterscheiden sich. Die RNK will nur Reichtum und Einfluss ausbauen. Für uns sind Territorialgrenzen bedeutungslos und Wohlstand muss für alle sein, nicht nur für Bürger der RNK. Also war die Trennung vorherbestimmt. Während die RNK nach Osten drängt, räumen wir das hinterlassene Chaos auf und versuchen, Stabilität zu bringen. Wir leben überwiegend verstreut. Wir gehen dorthin, wo wir am dringendsten benötigt werden. Unsere größte Präsenz ist in Freeside, im Old Mormon Fort. Ansonsten weiß ich, dass Dr. Yuzanagi eine Praxis in der Nähe der kaminroten Karawane eröffnet hat. Auch im Aerotech-Gebäude ist jemand von uns. Ein weiterer Mann, Tom Anderson, untersuchte die problematische Wasserversorgung in Westside. Aber das ist schon etwas her. Tschüss!
Programmierung zwingt mich, endlich dazu, einen Gegner zu treffen.
Da bist du ja. Hast du dich etwa vor mir versteckt? Dich vor mir verstecken? Die US Army wird sich gleich vorstellen.
bist du weggelaufen. So programmieren können, dass ich lieben kann oder verzeihen.
bist.
Armed Laser is now armed. Move all personnel to minimum safe distance before initiating test fire.
Hallo. Womit kann ich Ihnen helfen? Das habe ich gemerkt. Die Energieverschwendung ist bedauerlich. Aber jetzt haben wir wenigstens Ruhe. Nehmen Sie das hier für Ihre Bemühungen. Überwiegend um Wache zu halten, damit die Gefahren durch diese Anlage minimiert werden. Tschüss. Hey, Mann! Yo! Adios, amigo! Sie sind also wieder zurück. Natürlich, zeigen Sie mal her.
Natürlich. Ist mir ein Vergnügen.
Ein weiterer zufriedener Kunde. Ciao. Thank you.
Wie geht es Ihnen? Sure, I can help you out. Wie geht es Ihnen? Sure, I can help you out. Wie geht es Ihnen? Ich kann bei Ihnen nichts feststellen. Ein Stück die Straße hoch gibt es einen Gemischtwarenladen, der Chet gehört. Wenn Sie Ihre Kehle anfeuchten wollen, ansonsten gibt es hier nicht viel zu sehen. Schön vorsichtig jetzt. Wie geht es Ihnen? Sure, I can help you out.